Hör mal, schau dir ums hin. Gero? Hi. Na, gut geschlafen? Geht, ne? Die Stühle sind ein bisschen ungefähr. Da, dann komm doch mal nach vorne und beschrift die letzten zwei Pfeile. Denk was aus oder so. Mach vielleicht auch. Gero, du weißt, dass das im... Ja. Gero, hör sofort auf zu telefonieren. Heute. Hörst du auf zu telefonieren? Mann. Raus! Was ist raus, ne? Mach den Mann. Jan, kannst du bitte die letzten zwei Pfeile hier beschriften? Mal ein bisschen zügig hier. Sauber, du Streber. Bei dir? Hey, ich hab da kein Wort mehr drauf, Mann. Was stellst du mich eigentlich bei Oktay vor? Mach ich noch. Geht die Scheiße nicht an, oder was? Ja. Ah, das geht nicht, Mann. Versuch einzeln, Mann, was machst du? Junge, was hab ich gerade vor, Mann? Bist du behindert oder so? Ja, Mann. Ach, halt die Schnauze, Mann. Mach einzeln. Ich hab dir. Komm hier, komm. Ich hab keinen Bock mehr, komm. Ey, du wirst dein Job passieren, Alter. Ich schwör's dir. Du hast schon fast einen Job bei Oktay, Alter. Was willst du mehr? Nee, gefällt dir. Nee, gefällt dir aber nicht.
Arkadaşım, Can'ı soracaktım. Hangi Can? Mein bester Freund. Ich dachte, ich wäre dein bester Freund. Aa, sattı mı hepsini? Hı. Ha? Fiyom iyi gidiyor. Güveniyor musun bana? Evet. İyi, öbür gün getir bakarız, değil mi? Hı hı. Ben payımı almıştım. O da benden. Bir şey de vermiştik ama. Hı? Tamam. Al dışarı, evet. Hadi gel. Kendine iyi bak. Hı. Tamam, görüşürüz. Saat kaç? Saat 4. Kaçta işe gideceksin? 6'da. Tamam, sen yat. Ben seni uyandırırım. Gerekmez. Saat kurdum kendime. Cero. Bak, yemek getirdim sana. Yok, gerekmezdi baba ya. Sağ ol. Und er gibt mir zu denken, als würde man das Höllenfeuer direkt über mich lenken. Ich spüre Schmerzen, die verborgen in meinem Inneren. Halte sie im Körper gefangen, damit sie nicht nach außen dringen. Und sammle Kraft aus der Liebe zu meinem Engel und will, dass meine Seele fühlt, was ich täglich händel. Der Kampf verlorene Freunde.
Chero. Hey, Chero, wach auf. Komm, ich muss zur Arbeit. Na los, zieh dich an, ich bin spät dran. Beeil dich ein bisschen, ja? Ich möchte nicht schon wieder zu spät kommen. Na los, los, los. Was geht? Nicht leider, Bruder? Ja. Hast du was dabei? Ja, ja, wie viel hast du? 20, ja. Hast du? Wir sehen uns am nächsten Mal, oder? Ja. Alright. Çero! Ne yapıyorsun lan burada? Niye okulda değilsin? Letzvaydı. Öğretmen hastalanmış. Eve gidiyordum. Öyle mi? Ben camiye gidecektim. Gel lan benden beraber. Her şey düzelecek. Merak etme. Beraber bunu kurtaracağız. Gel bakalım. Hadi gel. Ja, lass mich im Stich. Was schon wieder? Hast du Doktor gefragt? Ja. Und? Sollen morgen Abend beide zu ihm kennenlernen und so. Mach mal doch nicht. Nein, Mann, valla. Dalga mı geçen oğlum? Yok lan, yemin ettim ya. Siktir lan. Gel lan, bize gidiyoruz. Xbox satın. Bizim bebeğim iyi. Was ist jetzt mit Aileen? Seid ihr zusammen? Wie kommst du denn jetzt drauf, Mann? Naja, was soll sein? Erzähl ihr nichts von Okta oder so. Das interessiert sie nicht. Kafayı mı yedin oğlum? Ne bileyim oğlum. Kadın millet işte. Nein, ich sag hier schon nichts. Hast du schon geknallt? Nein, Mann. Alles Liebe zum Geburtstag.
Oh, ey. Hey, komm, Schlafmütze. Auspusten. Und was wünschen. Bravo. Komm mal her. Oh. Ach, mein Großer. Hier. Ah, danke. Ist ein Buch, weißt du? Ist ein Buch. Kannst direkt wieder mit dran. Cool. Xbox. Ah, ja. Ist das super oder ja, ist das danke. Super? Ach, komm. Ach, mein Schatz. Ey, wir zocken gleich. Aber erstmal ab in die Socken und dann runterkommen zum Frühstück, hä? Okay. Oh. Heute ist ja dein Geburtstag, Alter. Voll vergessen. Ey, Alter, für mich? Ey, ey, Bruder, ich schwöre, ohne Scheiß. Alles danke, gut. Mann. Krasse Scheiße, Alter. Was, das iPhone? Wer sind denn auch hier? Bruder, hier lebt keiner da. Haben wir uns das später wieder mal. Heute ist dein Geburtstag. Ja. Ja. Komm. Junge, du bist so verrückt, Mann, ey. Danke, Bruder. Bitte. Ey, ich finde das gar nicht so witzig. Was, wenn du ihn falsch getroffen hättest oder so? Hab ich aber nicht. Ja, könntest du aber.
Bleib mal ruhig, Mann. Bei so etwas kann ich nicht ruhig bleiben. Hey, doch, jetzt wenigstens mal Handy wieder, jetzt beruhig dich mal. Wie soll ich mich denn beruhigen? Klar, ich um die was geht mit der ab? Wie, was geht mit mir ab? Bruder, komm, lass sie nach Hause bringen, dann zu Oktay. Wer ist Oktay? Interessiert dich nicht, Mann. Ich hab dir gesagt, dass ich noch später was vorhab. Ich bin jetzt nach Hause. Bruder, komm jetzt. Josie, die Kirche ist gleich gleich hier ab, das ist was ich gerade hatte. Ich hab was ich gerade hatte, das ist gleich gleich hier ab, wer hat noch mehr? Bunu yarın birisine götüreceğim. Ben sabah yokum. İkiniz gidersiniz. Biriniz dikkat eder, öbürü de paketi verir. Tamam abi. Başladın. Önemsiz. Önemli olan bana zarf ediyorsun. Ya tüy volta öşesme kendine. Tanıştık ya. Tanıştınız mı? Tabii tanıştık. Problem mi? Yok ya, ne problem olsun. Dann mach dir's. Wir machen das. Tamam. Machen wir das? Bruder, wir machen das, Mann. Ich hoffe, das, okay? Ja. Danke. Tamam, Oktay, çok sağ ol. Bir şey değil. Tamam, oldu, hadi görüşürüz. Ya. Görüşürüz. Viel Spaß noch. Ne oldu la? Bir şey yok ya. Ja, John. Ja, ich bin immer noch. Ja, ist auch hier. Ja, okay, wie besprochen. Ja. Okay, bis dann. Geht. Nix ya. Ne yapacaksın lan bunu? Ya, falls irgendwas schief läuft oder so. Esas bile değil, bir boka yaramaz. Al şunu. Konuştuğumuz gibi sen burada bekle. Thank you.
Wieso hat das so lange gedauert, Mann? Hat doch nicht lange gedauert. Wie sahen die aus? Haben die einen Knall gehabt oder so? Nein, Mann. Warum sollen die Knarren haben? Keine Ahnung. Haben die irgendwas gesagt? Nee, gar nichts. Zeig mal, wie viel ist da drin? €10.000, Mann. Alter, das ist so krass. Was meinst du, war in dem Päckchen drin? Keine Ahnung. Kokain oder so. Wir jetzt schon so viel Geld wie Obdachfähig würden, ne? Das ist nicht so leicht, Mann. Was würdest du mit dem Geld machen? Ich würde gar nicht so nur noch mein Leben genießen. Ja, ist okay. Komm, lass gehen. Auch der ist gleich bestimmt zu Hause. Çaldırdınız. Zarfı. İçinde 10.000 euro para vardı. Artık iler abi. Can. Can buraya gel. Gel gel gel. Sana mı sordum lan? Hı? Sana mı sordum? Niye kaçmadınız lan? Hı? Niye kaçmadınız? Şansınız yoktu abi. Aman akıllı mı peki? Kestemedim lan sana, ha? Kestemedim mi? Çelo. Ben mi halledeceğim işi? Götünü mü siktiriyorum, ne yapıyorsun hiç ilgilendirmez beni, ha? Yarın akşam param masada, tamam? Hadi bakalım. Siktirin şimdi. Can. Can, beraber halledeceğiz işte. Ey, çek şu nasıl fiziki fik, man. Das meine Schuld oder was? Wer wollte unbedingt diesen Scheißjob machen? Sen bunu çocuğu oynayacağımı zannediyorsun. Kim lan çocuk oynayacağı zanneden? Kim lan bundan gezen? Bundan geziyorum diye adam mı oldun? Beraber yapmıyorsak al kendin yap. Bundan gezmekle adam olmuyorsun. Alles! Bist du verrückt, Mann? Wir sind gefickt! Komm hier! Ab
걱정. 가, 가 보이시게요, 가. 가, 가랑, 가랑 보이시게요. 전. 전. 가, 보이시게요, 전. Muhterem cemaat, merhumu nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Ahirete yönelik haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Lillahi Teala el-Fatiha. Tränen an mein Auge, das Einzige, was mich am Leben hält, ist Liebe und Glaube gegen den Druck von außen gegenzuhalten und dann wieder gegen mich selber zu kämpfen und zu begreifen. Meine Wünsche sind nicht alle durchzusetzen, man muss sich der Gesellschaft anpassen und innerlich verletzen. Nicht komplett, aber zum Teil die Schlacht gegen mich selbst, als würde man kämpfen gegen alle 6 Milliarden dieser Welt, um wieder auszurutschen auf all den ganzen Lügen. Zähne zusammenbeißen und dann wieder in das Vergnügen. Das ist ein Teufelskreis, unser letztes Abendmahl auf der spirituellen Reise nach oben an den Gral. Irgendwann sehe ich Gott in die Augen und mein Herz. Denn ich weiß verdammt nochmal, ich habe mich so oft bemüht, den Dreck aus meiner Seele gespürt, den Rap gefühlt und als Preis dieses wunderbare Leben dafür geführt. Ich greife in den Himmel und spüre nichts als Luft, doch ich stehe nicht unter, sondern kämpfe gegen diese Wucht. Die Emotionen spielen verrückt, ich muss sie vergessen, das ist der Kampf gegen mich selbst, der Versuch mich zu testen. Ich greife in den Himmel und spüre nichts als Luft, doch ich stehe nicht unter, sondern kämpfe gegen diese Wucht. Die Emotionen spielen verrückt, ich muss sie vergessen, das ist der Kampf gegen mich selbst, der Versuch mich zu testen. Es zieht mich runter, depressive Seiten ziehen auf, denn meine Muskeln und mein Geist geben langsam auf. Ich kann's mir schön reden, doch es wird nicht besser, und jeder weitere Zug ist ein Sprung ins offene Messer. Es ist erbarmungslos, es ist ein unfairer Kampf, ein Massaker im Herzen und es bricht meinen Stand. Jedes Fundament geht runter in einem Meer aus Tränen und jeder Atemzug ist wie ein Schrei von tausenden Hyänen. Meine Blicke drehen, ich versuche es ja zu verstehen, verdammt, ich schaffe es nicht, einen richtigen Sinn darin zu sehen. Ich atme tief durch und baue mir ein Schild gegen die wiederkommende Furcht. Baue Barrikaden, emotionale Wände aus Kraft, um das zu retten, was mein Gewissen leider nicht schafft. Es zerreißt mich innerlich jede Sekunde ohne Halt, wie ein freier Fall ist nicht ohne Sicht und so kalt. Ich greife in den Himmel und spüre nichts als Luft, doch ich stehe nicht runter, sondern kämpfe gegen diese Wucht. Die Emotionen spielen verrückt, ich muss sie vergessen, das ist der Kampf gegen mich selbst, der Versuch mich zu testen. Ich greife in den Himmel und spüre nichts als Luft, doch ich stehe nicht unter, sondern kämpfe gegen diese Wucht. Die Emotionen spielen verrückt, ich muss sie vergessen, das ist der Kampf gegen mich selbst, der Versuch mich zu testen. Ich halte mich länger durch Rastlosigkeit in meinem Schatten, und am Abend sehe ich das Mondlicht über mich wachen. Ich sehe den Schweiß
Und er gibt mir zu denken, als würde man das Höllenfeuer direkt über mich lenken. Ich spüre Schmerzen, die verborgen in meinem Inneren. Halte sie im Körper gefangen, damit sie nicht nach außen dringen. Und sammle Kraft aus der Liebe zu meinem Engel und will, dass meine Seele fühlt, was ich täglich händle. Der Kampf verlorene Freude wieder zu entdecken und wieder nachzuvollziehen, was Wörter aus meinem Herzen sprechen. Einfach zu relaxen und die Frucht des Lebens zu kosten. Den Hauch des Windes zu spüren und auf Gutes zu hoffen. Den Schleier zu entreißen, der meine Kehle abschnürt. Und das Befinden zu erträumen, wenn mich das Schicksal berührt. Meine Familie wahrzunehmen, um mit Freunden abzuhängen, um meine freie Zeit mit meinem Engel zu verbringen. Ich greife in den Himmel und spüre nichts als Luft. Doch ich stehe nicht unter, sondern kämpfe gegen diese Wucht. Die Emotion spielt verrückt, ich muss sie vergessen. Das ist der Kampf gegen mich selbst, der Versuch, mich zu testen. Ich greife in den Himmel und spüre nichts als Luft. Doch ich stehe nicht unter, sondern kämpfe gegen diese Wucht. Die Emotion spielt verrückt, ich muss sie vergessen. Das ist der Kampf gegen mich selbst, der Versuch, mich zu testen. Ich greife in den Himmel und spüre nichts als Luft. Doch ich stehe nicht unter, sondern kämpfe gegen diese Wucht. Die Emotion spielt verrückt, ich muss sie vergessen. Das ist der Kampf gegen mich selbst, der Versuch, mich zu testen. Ich greife in den Himmel und spüre nichts als Luft. Doch ich stehe nicht unter, sondern kämpfe gegen diese Wucht. Die Emotion spielt verrückt, ich muss sie vergessen. Das ist der Kampf gegen mich selbst, der Versuch, mich zu testen.